Hey Tim, komm zurück zu einer neuen Folge Outriders. Und ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Und ja, wir sind jetzt gerade hier in dem Wald und wir müssen jetzt den alten Outrider-Truck finden. Okay, erstmal den Weg hier freiräumen. Dann hier runter. Okay, kommt als Gegner, ich denke jetzt einmal schon, oder? Okay, irgendwie kommt es mir gerade ein bisschen ziemlich ruhig vor. Irgendwie. Das ist ja sonst auch nicht so. Ah, okay, da kommt schon Gegner, habe ich mir doch gedacht. Ich hab's ja gewusst. Oh shit, Alter. Okay, aber der hält gar nicht so viel aus. Oh shit. Ja. Auch das hier. Ah, es kommt die Kleinen hier. Okay. Nein. Oh, ich wollte doch ausweichen. Shit. Okay, wir haben den hier gleich. Dann kommt noch so ein kleiner. So, wir haben ihn. Achso, da kommt noch kleiner auch. Die Shot kann ich irgendwie mehr Schaden gemacht, die alte. Muss jetzt nochmal reinschauen, wie viel Schaden die jetzt macht. Okay, warte, hinter mir sind glaube ich noch welche. Schon. Okay. Und der hier oben. Ist der letzte. Okay. Ich bin Kang Yung Su. Ich bin der, der deine Freunde aus der Unterwelt gerettet hat. Ich bin für eure Aufnahme zuständig. Aufnahme? Ich hatte es schon Scurlock gesagt. Wir sind nur auf der Durchreise. Nicht Scurlock bestimmt, wer bleibt und wer geht. Ich bin für die Sicherheit des Lagers zuständig. Klar, aber ohne Scurlock und seinen Impfstoff gäbe es kein Lager. Und ohne meine Soldaten gäbe es keinen Scurlock. Kann ich was für dich tun? Ich bin froh, dass ihr nicht lange bleibt. Okay, warte, ich wollte nachschauen, wie viel Schaden die Shot gemacht. Okay, 247. So denke ich passen, aber ich weiß, die kommen irgendwie so schwach vor. Okay, erstmal die Schnellreise hier freischalten. Und auf jeden Fall die Munition auffüllen. Okay, hier hätten wir wieder eine Nebenmission, aber ich lasse den mal hier. Okay, wieder Gegner. Boah, Alter, kommen wir einfach irgendwie runtergesprungen. Hat er noch was zu mitnehmen hier? Ne, wir haben alles, okay. Dann wieder weitergehen. Ah, da kommen schon die nächsten. Alter, ich liebe dieses Sturmgewehr einfach. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Mann. Der ist so ein großer. Ja, das ist nicht gut.
Ah, okay, wir haben ihn schon. Hat den nicht so viel ausgehalten, zum Glück. Warte mal, hier hinten ist noch was. Oh shit, okay. Nein, wegholen. Oh scheiße. Ach shit, das könnte schwer werden. Okay, warte, dann muss ich schnell neue Patronen reingeben. Nein, weg. Oh shit. Ach nein. Okay, weg hier. Schon weggerollt. Okay, warte mal, hier kann noch wer. Ach shit. Okay, jetzt kann ich mich, glaube ich, mal um den Großen hier kümmern. Ach nein. Oh shit, ich bekomme Schaden, ich bekomme Schaden. Nein. Ach, bitte nicht sterben, Alter. Das wäre jetzt richtig beschissen. Okay, wir haben schon mal die Hälfte. Das ist ja ganz gut eigentlich. Aber jetzt kommen wieder kleine Gegner, glaube ich. Nein, boah, ich muss sie weg. Ah, ich kann hier auch noch... Okay, ich kann hier auch noch oben. Vielleicht mal mit dem Revolver hier. Okay, komm schon, ein bisschen was fehlt noch. So, wir haben ihn gleich. Komm schon, bitte ein bisschen was noch, aber sterben sollte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also hoffe ich zumindest. Ich will es ja nicht irgendwie verschreien oder so. Tot. Okay, wir haben ihn. Geil. Also wäre ich jetzt noch gestorben, das hätte mich echt gewundert. Okay. Okay, epische Sachen. Handschuhe. Und ein Helm. Ach so, geht schon wieder nicht. Mein Inventar ist schon wieder voll. Okay, warte, dann schauen wir mal hier rein. Hier habe ich ja was Besseres. Jetzt die epischen Handschuhe. Dann... Warte, ich glaube, ich muss irgendwie einen Helm zerlegen oder so. Nochmal zerlegen, bitte. Da kann ich den anderen mitnehmen. Ich muss auf jeden Fall schauen, dass ich irgendwie einen Händler finde, weil ich muss wieder ein paar Sachen verkaufen. Okay, dann schaue ich direkt nochmal rein. Da haben wir jetzt den besseren hier. Habe ich hier was Besseres? Nein, das passt eigentlich so. Hier habe ich eine bessere Hose. Die rüste ich natürlich aus. Und bessere Stiefel haben wir. Okay, da sind wir mal wieder ein bisschen besser ausgerüstet. Und bei den Waffen, wie sieht es hier aus? Shotgun.
Ah, hier haben wir was Besseres. Eine vollautomatische Pistole, aber... Die macht weniger Schaden, aber das ist ja auch keine Revolver. Ja, ich bleib bei meinem hier. Ja, so waffenmäßig sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob ich irgendwie ein anderes Sturmgewehr ausrüsten soll. Hat der 44 Schaden, das hier macht 55. Okay, das ist ja eine Maschinenpistole. Okay, achso, das ist eine Schrotflinte, okay. Ja, aber ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal hier bei meinen Sachen. Und dann gehen wir mal weiter. Jakob? Wie sieht er aus? Noch genauso wie damals? Dann habt ihr was gemeinsam. Jetzt brauche ich die Ölpumpe. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und wir müssen hier hin. Du drehst so lange, bis du Widerstand fühlst, dann lockern. Hey, schon alles weg, was ich dir beigebracht habe? Beigebracht? Du denkst, du hättest mir irgendwas beigebracht? Ich glaub's ja nicht. Trotzig. Das Temperament hat sie eindeutig von dir. Dann machen wir eben eine Pause. Hast dir wohl das Recht verdient, dass ich's dir erzähle? Also, vor langer Zeit, vor diesem Scheißplaneten, bevor wir die Erde verließen, flog ich Arbeiter zur Caravel-Raumstation. Die Flammen schlossen mich ein und ich suchte einen Ausgang. Da stolperte ich und sah diese verdammte Schwangere unter den Trümmern. Ich konnte uns beide retten. Naja, uns drei. Moment, du warst bei der Caravel-Katastrophe dabei? Alle Überlebenden der Caravel erhielten einen Freiflug an Bord der Flores und ich traf sie wieder. Genau hier, in Trenchtown. Ihr Kind kam zur Welt. Ein Mädchen. Und sie nannte es Channa. Und das kleine Balk war erst 6, als seine Mutter getötet wurde. Vor seinen Augen. Du hast sie aufgezogen. Na los. Der Truck repariert sich nicht von alleine. Jakob, das war eine nette Geschichte, aber ich weiß immer noch nicht, warum Channa dich dermaßen hasst. Ja, was glaubst du denn? Ich habe mich nicht darum gerissen, in einem Drecksloch wie diesem Vater zu werden. Kaum ein Kind überlebt das hier. Aber ich lag falsch. Das Mädchen hat's geschafft. Vielleicht hast du ihr einen Gefallen getan. Wärst du nicht so ein Arsch gewesen, wäre sie nicht stark genug geworden, um zu überleben. Ja, sage das mal. Sie wird dich dafür lieben. Na okay, ich habe jetzt irgendwie keinen Händler gesehen. Vielleicht war hinten noch ein, ich weiß es gar nicht, aber... Ja, ist halt ein bisschen blöd. Channa, Jakob hat mir erzählt, was zwischen euch vorgefallen ist. Hat er dir erzählt, wie meine Mutter gestorben ist? Tut mir leid. Kein Kind sollte sowas mit ansehen. Es kommt noch viel besser. Ich habe es zweimal gesehen.
Zuerst in einer Vision. Also habe ich Jakob gesucht und ihn angefleht, zurückzukommen. Denn in der Vision, in der sie starb, war er nicht dabei. Ich dachte, wenn er da ist, kommt es anders. Aber Jakob hat nicht mal zugehört. Wie immer. Ich bin gestern im Wald fast gefressen worden. Heute Morgen ist er wirklich gefressen. Das ist ja fast zum Totlachen. Okay, jetzt müssen wir uns erstmal in der Hütte ausruhen. Okay, wo hier? Ah, hier drüben. Da du verändert bist, kannst du der Zeremonie aufgrund wissenschaftlicher Komplexitäten nicht beiwohnen. Im Lager bist du natürlich willkommen. Ich habe die Vorbereitungen für deine Hütte persönlich beaufsichtigt. Dort kannst du dich ausruhen, etwas essen oder einen Schluck trinken. Sie ist bei der Treppe zum Zeremonienzelt. Okay, Rast machen. Nicht viele schaffen es lebend hier. Noch weniger wollen weiterziehen. Wonach suchst du denn eigentlich? Das geht dich nichts an. Du weißt nicht, was da draußen ist. Ich könnte dir einiges erzählen. Könnte dich warnen, aber du würdest mir diese Dinge wohl nicht glauben. Was macht dich da so sicher? Was ich gesehen habe, das glaube ich nicht einmal selbst. Das war eine unglaubliche Zeremonie. So was habe ich noch nie erlebt. Nein, das ist schon. Das ist eine Vision, ja? Das habe ich gar nicht so erwartet. Was hast du denn gestohlen? Das war Skurlocks kleine Zeremonie? Wie war's? Echt schräg. Ein paar blumige Reden über Bruderschaft und wir nahmen Steine aus dem Korb. Aber hey, es gab Musik und Gratisdrogen, also nicht übel. Wo ist Zahidi? Ist mit Skurlock weg, die haben wissenschaftlichen Bullshit gelabert. Er kommt schon wieder. Nein, wird er nicht. Euer Freund hat den schwarzen Stein. Was soll das bedeuten? Sie bringen ihn zur Einrichtung. Holt mich hier raus, ich geleite euch hin. Zahidi, wo bist du? Zahidi, bitte komm. Shit. Hier stellt Skurlock sein Gegengift her. Die wenigsten wissen, was drinnen passiert. Und woher weißt du's? Hab ihm damals damit geholfen, bis er einen Freund von mir gefangen nahm. Okay, rettet Zahidi. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Skurlock hat hier sein Labor, aber die Festung kontrollieren Kang und seine Soldaten. Sie werden dich nicht willkommen heißen. Sag mir einfach, was sie von Zahidi war. Nichts Gutes. Du musst dich beeilen, sonst ist es zu spät. Hallo, wie geht's? Ich möchte zu Dr. Zahidi, bitte. Hier ist kein Durchgang! Und ich sag das nicht nochmal! Okay, wir kämpfen.
Und wir haben ihn, okay. Warte mit den nach hinten vielleicht. Okay, der ist auch tot. Oh shit, wieder die hier. Dann in Deckung gehen. Oh scheiße, raus hier. Okay, für die gerade ein bisschen eng irgendwie. Okay, warte, dann nachladen. Oh, was von der Seite auch noch. Ich treffe natürlich, mal wieder nichts. Okay, der ist schon mal tot. Okay, die sind auch beide tot. Gehen. Wir haben schon mehr als die Hälfte. Gleich ist er tot. Boah, hinter mir. Scheiße, Mann, wo kommst du her? Dann holen wir den jetzt auch so weg. Und der ist tot. Okay, hier ist nachgeladen. Da neue Patronen rein. Boah, da kommen noch mehr. Was? Nein! Shit. Aber gut Leute, dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's jetzt hier mit der Folge. Ich hoffe es gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.